Das Thema KI, AI und Aktien rund um Nvidia und Co. ist in den Schlagzeilen wirklich überall vorhanden, weil einfach diese Aktien in den letzten Monaten durch die Decke gegangen sind. Und das war bestimmt eine gute Chance, die viele Investoren erkannt haben und genutzt haben und natürlich davon auch profitiert haben. Es gibt jedoch auch genug Investoren, die eben nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich vielleicht deswegen jetzt ärgern über die verpassten Chancen. Aber mal ehrlich, sollte man sich wirklich so sehr darüber ärgern, gibt es nicht stetig immer wieder neue Chancen an den Kapitalmärkten? Ich finde es ganz gut eigentlich, dass es die aktuellen Geschehnisse rund um KI und deren Aktien gibt, weil ich möchte in diesem Video ein wenig über das Thema Chancenmanagement sprechen und auch schauen, wie man mit Chancen oder verpassten Chancen richtig umgehen sollte. Deswegen schauen wir uns das mal in dem Video ein bisschen detaillierter an. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Ja, wäre ich jetzt Anfang des Jahres in Bitcoin, ich finde, passt, dass ich die Tasse heute habe, war aber nicht extra, Nvidia oder andere KI-Werte gegangen, dann wird mein Depot jetzt schön im Plus stehen und da wäre jetzt ordentlich mehr drin. Diese Chance habe ich vielleicht nicht genug genutzt. Das ist eine Aussage, die vielleicht auch ich sagen kann. Ich denke jedoch, dass ich hier auch nicht alleine stehe, sondern dass es einige unter euch gibt, die genau dasselbe oder etwas Ähnliches sagen können. Chancen nicht richtig genutzt oder vielleicht auch Chancen komplett verpasst. That's the game und auch das Leben irgendwie. Sollte man jetzt deswegen den Kopf in den Sand stecken? Nein. Es ist eine schöne Chance, gegebenenfalls eine schöne Chance gewesen. Doch vielleicht ist sie auch noch nicht mal vorbei. Und wenn doch, dann gibt es halt auch die nächste. Das ist erstmal eine Botschaft, die ich grundsätzlich einmal in diesem Video sagen möchte. Chancen kommen und Chancen gehen wieder. Deswegen macht es jetzt keinen Sinn, verpassten Chancen hinterherzulaufen. Der Fokus sollte auf den neuen Chancen liegen und auch darauf, diese zu erkennen und zu nutzen. Auch ist es jetzt nicht zwingend gut, wenn man jetzt versucht, durch Zwang eine Chance zu erwischen. Eine bereits heiß gelaufene Chance kann jederzeit vorbei sein oder sich vielleicht auch komplett drehen. Jeder Hype wird irgendwann vorbei sein und diejenigen, die vielleicht erst auch am Ende auf diesen Zug aufspringen, die werden die Zeche bezahlen und denen drohen Verluste. Und beim Vermögensaufbau ist ja eine Regel, die besonders wichtig ist, ich möchte kein Geld verlieren, ich möchte nicht falsch liegen und keine groben Fehler machen. Chancen kann man verpassen, andere Menschen können richtiger liegen als du, andere Menschen können mehr Rendite dadurch erreichen oder bekommen als du. Es gibt jedoch auch genug Menschen, die grobe Fehler begehen und deswegen viel Geld verlieren. Das ist eine Sache im Allgemeinen. Man sollte nicht immer auf die Leute achten, die alles ja scheinbar ach so richtig machen und nur das Richtige und nur die super große Rendite. Auch jetzt abseits von Finanzen sollte man sich nicht immer nur das anschauen. Deswegen solltest du versuchen, einen kühlen Kopf zu behalten, auch wenn du Chancen verpasst und dich einfach auf kommende Chancen konzentrieren, bevor du jetzt Fehler machst. Auch etwas, das habe ich heute in die Story gepackt. Ich weiß nicht, vielleicht für diejenigen, die uns bei Instagram folgen, wenn du das noch nicht machst, dann solltest du das unbedingt tun. Link findest du auch in der Beschreibung. Da habe ich ein bisschen darüber kurz geschrieben in der Story, dass ich lieber ein Fan davon bin, dass ich, was jetzt neu aufkommende Chancen angeht, eher nachdenklich bin, als gierig und den Fokus darauf lege, als Erster direkt dabei zu sein, sondern dass wir eigentlich schon das eher ein bisschen analysieren wollen, wie viel Fundament steckt da auch hinter, weil es gibt genug Modeerscheinungen, die dann auch ganz schnell vorbei sein können. Und wie gesagt, ich hatte es gerade erwähnt, ich möchte versuchen, so wenig wie es geht falsch zu liegen und so wenig wie es geht Geld zu verlieren. Und da ist es mir dann wichtiger, dass ich mit einem kühlen Kopf und analytisch das durchdenke, als dass ich jetzt der Erste bin, der diese Chance genutzt hat. Welche Chancen sind für dich wichtiger und auch realistischer, dass du sie ergreifen kannst, vielleicht auch sogar ergreifen solltest? In den Bereichen, in denen du ein Experte bist und ohnehin durch beispielsweise dein Business deine Zeit reinsteckst? Ich denke schon. Wenn du jetzt beispielsweise mit dem Thema Rohstoffen, gar nichts an der Mütze hast, dann wirst du wahrscheinlich fast jede Chance in diesem Bereich verpassen. Und von den meisten Chancen, ehrlich gesagt, bekommst du sogar wahrscheinlich noch nicht mal was mit. Die Chancen, die du überhaupt mitbekommst, wirst du aufgrund deiner fehlenden Erfahrung in diesem Bereich
einfach auch nicht mit geringem Risiko bespielen können. Wenn du hingegen ein Rohstoffexperte wärst, dann wirst du automatisch mehr Chancen auch erkennen und somit auch vielleicht mit höheren Summen agieren. Und das Risiko wäre dann auch nicht zwingend höher, weil du in diesem Bereich dich dann auch besser auskennst. Je mehr du dich in diesem Bereich auskennst, desto eher wirst du die Chance erkennen können und desto weniger Risiko besteht dann auch bei den Chancen für dich, weil du einfach auch das Risiko dann besser abschätzen kannst. Was du folglich auch nicht machen solltest, ist, dass du jetzt mit zu viel Risiko in Chancen gehst, die du einfach gerne nutzen möchtest, wo du jedoch einfach viel zu wenig Überblick hast über die ganze Situation. Wenn du dich in einer Thematik wenig auskennst oder du wenig Zeit hast, dann ganz ehrlich, verpass lieber die Chance und geh mit wenig Kapital rein, bevor du jetzt eine Chance doch falsch einschätzt und auch der Gefahr hinterherläufst, dass du Geld verlierst. Wie gesagt, ich würde da lieber das geringste Risiko oder ein geringes Risiko eingehen. Jetzt ist es nur wichtig, dass du lernst abzuschätzen und abschätzen zu können, um welche Qualität der Chance es sich handeln könnte. Das ist auch ganz wichtig, das ist ja auch was, was ich angesprochen habe, weshalb wir das Ganze auch analysieren, um zu gucken, wie ist die Qualität überhaupt des Hypes? Es gibt augenscheinliche Chancen, wie vielleicht zum Beispiel 3D-Druck, wo viele von einem Hype ausgegangen sind, der sich auch utopisch lang ziehen sollte, wo bislang auf breiter Front jedoch eigentlich nicht wirklich rausgekommen ist. Dann gibt es Chancen wie der aktuelle KI-Hype, der über einige Monate überdurchschnittliche Rendite bringt, jedoch auch schnell sich wieder umkehren kann. Und dann gibt es einen Lottogewinn. Die Chance, die so gut laufen kann, dass man als Investor somit dann auch sein Leben verändern könnte. Hätte man jetzt nach der Finanzkrise in Fangaktien investiert und wäre 10 Jahre lang eingeschlafen, hätte man jetzt Bitcoin für ein paar Dollar entdeckt und hätte es einfach durchgehodelt. Hört sich jetzt so leicht an, doch es gibt durchaus Investoren, die mit solchen Chancen ihre finanzielle Freiheit erreicht haben. Auch bei deinem eigenen Business gibt es im Leben immer ein paar Chancen, die dein ganzes Leben verändern können. Diese Chancen gilt es zu erkennen und diese Chancen gilt es zu nutzen, selbst wenn du dir dafür teilweise noch Expertenwissen mühsam aneignen musst oder mit dazu musst, es ist das wert. Einige Chancen stellen sich direkt vielleicht auch als Rohrkrepierer heraus und dann gilt es wieder, und das ist eine neue Herausforderung vielleicht auch, zu erkennen, okay, ich ziehe jetzt hier den Schlussstrich, weil da kommt einfach nicht mehr. Das, was ich wieder aufholen muss an Rendite, um bei plus minus null zu sein, lohnt sich nicht. Opportunitätskosten erkennen und mit Verlusten verkaufen. Man muss sagen, die Chancen kommen und gehen. Man muss einfach konstant immer mal wieder dabei sein und sollte sich zudem noch eher auf Chancen konzentrieren, die man besser aufgrund des Wissens, was man hat, einfach einschätzen kann. Und ja, dann gibt es ja noch die Lottogewinne, die kommen auch selten jetzt im Leben vor. Diese Chancen solltest du erkennen können und solltest du dann natürlich bestmöglich für dich nutzen. Einmal den Lottogewinn dann auch richtig durchziehen. Das reicht meistens aus, um danach auch wirklich jetzt in finanzieller Unabhängigkeit leben zu können. Ich sag dir aber, jetzt sich darauf zu versteifen, dass ich im Lotto gewinne, würde ich jetzt nicht. Also, ein gutes Chancenmanagement ist extrem wichtig. Neben anderen Werkzeugen, die man einfach beim Thema Investieren mit auf dem Kasten haben sollte. Und du solltest die Chancen richtig bewerten, um jetzt auch wirklich entscheiden zu können, okay, droht da ein Verlust oder kann ich vielleicht eine ordentliche Rendite einfahren? Den meisten Chancen darf man nicht hinterherlaufen. Chancen kommen und Chancen gehen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein bisschen geholfen habe und dass ich dir ein bisschen auch zeigen konnte, dass man einfach das Ganze auch abseits der Medien und des Lärms, die ja aktuell auch wieder vorherrschen, also ich sehe überall wieder nur KI, KI, AI, AI, einfach ein bisschen kühler und fundierter an diese Sache rangehen sollte und erkennen sollte, okay, lohnt es sich noch? Laufe ich dem Ganzen nicht hinterher? Hat es sich überhaupt gelohnt? Und so weiter und so fort. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Eins möchte ich nicht, dass ihr verzweifelt, den Kopf in den Sand steckt und gar nicht mit dem Investieren beginnt oder gar nicht weitermacht. Das ist nichts, was ich möchte. Es ist extrem wichtig zu investieren. Ich denke mal, das ist durch diverse meiner Videos klar geworden. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Isabel.